Hi und willkommen zum ersten Kriegsrückblick des Jahres 2017. Und ja, das Jahr 2017 hat genauso gut angefangen, wie das Jahr 2016 geendet hat. Wir haben gewonnen. Und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen und zeige euch jetzt erstmal ein paar Angriffe. Hier sehen wir jetzt das amtliche Endergebnis. Und ja gut, ein bisschen schludrig waren wir auch. Zum Schluss hatten wir schon gewonnen, da konnten wir noch mal ein bisschen was rumtesten. Ja, wir gehen mal eben kurz rein. So, und als allererstes zeigen wir euch mal den hier. Das war jetzt eine Cleanup-Attack, um noch einen sicheren Stern zu holen. Mehr oder weniger sicher, ist jetzt auch nicht so hundertprozentig gelaufen. So, was wieder wichtig war, das Funneln. Dafür habe ich wieder meine Lakaien dabei. Auf der anderen Seite habe ich jetzt erstmal nicht gefunnelt, sondern habe den Golem so gesetzt, dass er diesen Bogiturm oben auch mit in Range hat. Und dementsprechend den Bogiturm drauf schießt und ich jetzt Magier dahinter setzen kann, die dann an der Seite aufräumen. Allerdings hat das nicht so ganz gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe und es ist ein bisschen was rumgerannt. Aber das Hauptziel wurde erreicht, die Queen wurde gekillt, die Clanburg wurde gekillt. Und insofern bin ich damit doch ganz zufrieden. So, auf jeden Fall gegiftet. Die Queen geht jetzt rein und ihr seht schon, ein paar Bowler gehen rum. Aber auch nicht so schlimm, die hauen jetzt außen den Bogiturm kaputt mit den Magiern zusammen. So, und jetzt setze ich den ersten Lavahund. Loons in Zweiergrüppchen. Ein Eilzauber Richtung Magierturm, weil der mit am meisten nervt. So, jetzt den nächsten Hund Richtung Luftabwehr, was ein bisschen blöd ist mit dem Luftfeger, aber nichtsdestotrotz hat das doch ganz gut geklappt. Hat am Anfang doch ein bisschen geärgert, muss man sagen. So, jetzt ist der Lava-Hund geplatzt. Der zweite hat auch nicht mehr viel. Da unten kommt dann so eine Tesla-Farm zum Vorschein. Aber ich hatte ja auf jeden Fall noch genug Loons dabei. Und die Queen geht jetzt auch noch rum, die ich noch zünden kann. Auf der anderen Seite räumen die Bowler auf. Und ich habe jetzt immer noch einen Eilzauber, der mir das Ganze noch ein bisschen erleichtert. So, es ist immer noch der Lava-Hund von eben, der nicht so viel hatte, ist immer noch am Leben. Es ist nun mal keine Luftabwehr mehr da. Also nichts, was so enormen Schaden macht. Jetzt gehen mir allerdings doch ein bisschen die Cleanup-Truppen aus. Und ihr habt gesehen, von der Zeit her ist es nicht das Problem gewesen. Es ging noch relativ knapp nur, aber ich muss natürlich jetzt noch oben und unten in die Ecken die Bauhütten holen. Aber jetzt kommt nochmal der Clou. Ich habe ja noch einen Eilzauber über. So, und was ist die schnellste Truppe? Die Lavawelpen. So, und die fliegen jetzt drauf los und haben gedacht, ich brauche ihn gleich nicht, also hau ich ihn jetzt mal drauf. So, und ihr seht, es ist eine Luftmine. Die Lava-Puffs rennen, fliegen schneller los durch den Eil und kriegen die Bauhütte doch tatsächlich klein, bevor die Luftmine zumindest zwei von ihnen zerreißt. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig. So, gut, dann schauen wir uns mal den nächsten an. Und das ist ein Cleanup von Slandy. Ja, ihr seht, das Dorf ist gar nicht so übel. Beziehungsweise der Aufbau ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so super, aber es ist ein relativ enges Dorf und er hat sich doch für Walküren entschieden. Und der Clou an der Sache ist, er hat sogar die Eismagier dabei. Solange wir sie noch nutzen können. Und die haben hinten raus eigentlich eine recht gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so überzeugt von der Truppe, aber ihr werdet sehen, gar nicht so verkehrt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wird auf jeden Fall noch ein Queen Walk gebraut. So, er lockt jetzt erst die Clanburg raus, lockt sie mit einem Bogey an die Seite. Der Gift war jetzt nicht so ideal. Den hätte er wohl setzen sollen, wenn der Drache dann tatsächlich bei der Queen ankommt. Gut ist, dass er so gesetzt hat, dass die Queen nicht in Reichweite ist. Na, jetzt ist der Drache aber quasi ja, alleine an der Queen. Die Queen hat sich erst um den Tank gekümmert. Jetzt hat er sie dann gezündet. Na, was nicht zwangsläufig nötig gewesen wäre, aber ist kein Problem. Jetzt seht mal die 30er Queen, wie schnell die so eine 17er Queen jetzt weg hat. Vier Schuss, weg ist sie, ist wieder voll durchgeheilt und hat jetzt auch noch den Funnel auf der linken Seite gemacht. Er geht jetzt von der Ecke oben rein, funnelt jetzt mit seinen Magiern ordentlich durch, setzt dann jetzt schon mal den Sprung vor, der hält ja lange genug. So, die Valkyries überlegen sich gleich ganz kurz abzuhauen. Aber jetzt, wo der Tank fällt, rennen sie gleich wieder zurück und er setzt den Rest. Er hat erstmal nur ein paar gesetzt, um das zu testen, wo laufen sie hin. Das war auf jeden Fall gut. So, jetzt setzt er seine, weiß ich, fünf oder sechs Eismagier, die er hatte, mit rein. So, die Valkyries in der Mitte ordentlich unter Wut. Hauen da erstmal alles kurz und klein.
setzt seine Zauber auch relativ eng und relativ schnell, aber es ist ja auch ein sehr enges Dorf und so kommen sie auf jeden Fall ratzfatz durch die Mauern, was auch wichtig war. Und auf der anderen Seite, die Queen voll durchgeheilt, lenkt noch ein bisschen Death ab und kann ganz in Ruhe seine Arbeit machen. Und jetzt guckt mal, wie viel die Eismagier da an Death einfrieren und die schießt dementsprechend auch langsamer. Auch ein Grund mit, warum seine restlichen Walküren noch so lange überlebt haben. Jetzt setzt er oben seine Backup-Magier, die immer super sind zu haben. Ein paar Mauerbrecher hätte er sich sogar noch sparen können, die haut er mal eben rein. Aber die Backup-Magier sind klasse gewesen. Wie gesagt, Dev-Einheiten sind kaum noch da. Und die Eismagier fast alle noch dort. Und das Gute an den Eismagiern ist ja, dass sie auch noch enormen Schaden machen. Nicht nur die Dev ein bisschen verlangsamen, sondern auch noch einen ziemlichen Schaden hinterlassen. Deswegen gar nicht schlecht. Schöner Angriff auf jeden Fall. Hat er gut gemacht. Und das ist ja gerne auch mal unser Hauptproblem. Cleanup Attacks. Und das war sehr wichtig und klasse. So, nächster. So, und da ich jetzt nicht unbedingt zeigen will, wie Rathaus 10er, Rathaus 9er bashen, was ich persönlich nicht so interessant finde, zeige ich euch jetzt nochmal meinen ersten Angriff. Das war ein Fresh Hit. Es ist ein 3-Sterne geworden und ich bin doch relativ stolz auf den Angriff. Hat gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ihr seht auch von der Zeit her, 2 Minuten 16 ist relativ zackig gewesen. Und auch wieder mit meiner Lieblingstaktik im Moment mit Gobolalun. Und man sieht auch gleich nochmal bei diesem Magierturm, den ich am Anfang stehen lasse, wo da noch 2 Loons hinfliegen müssen. Wenn sie die Bomben wie früher nicht ganz so schnell werfen, dann hätte es durchaus eng werden können. Aber wir fangen erstmal an. So, und womit fangen wir an? Mit ein paar Lakaien. So, und ihr seht, ich habe 2 Minuten 16 gebraucht, 3 Minuten habe ich. Ihr habt die Zeit, mit den Lakaien zu funneln, wenn es möglich ist. Oder mit Bogies oder mit Magiern, es ist völlig egal. Die Zeit ist da, nehmt euch die Zeit. Ja, ich habe gerne die Zeit aus den Augen verloren bei einem Queen Walk, aber hier habt ihr es auf jeden Fall. So, die Golems gesetzt, Testmauerbrecher gleich rein, Magier in den Rücken. Testmauerbrecher durchgekommen, die restlichen laufen ein bisschen wirr, aber 3 Mauerbrecher Level 6, Level 5 reichen für eine 9er Mauer. Ganz wichtig zu wissen. So, Truppen gehen rein, Klamburg kommt raus, Sprung vorgesetzt, Gift auf die Klamburg, Wut drauf auf den Kill Squad. So, die Queen und die Magier kümmern sich jetzt um die Klamburg-Truppen. Der King geht rein, den zünde ich jetzt und der haut jetzt die gegnerische Queen auch zum Mus. Und ja, die war vom Level auf jeden Fall schon mal nicht übel. Und deswegen hat das ganz gut geklappt. Von der anderen Seite flankiert habe ich jetzt mit den Loons. Habe die nicht ganz passend gesetzt. Sie mussten nochmal einmal zurückfliegen, aber es hat auf jeden Fall recht locker gereicht. So, waren oben jetzt an die nächste Luftabwehr und unten habe ich mir jetzt nochmal 2 Loons gesetzt, damit sie den Bogiturm ausschalten. Dann mehr oder weniger die letzte Lufteinheit. Da habe ich unten den Magierturm aus den Augen verloren. Und jetzt achtet mal nur auf die beiden Loons, die zum Magierturm fliegen. Der Magierturm schießt drauf. Und er macht schon relativ großen Schaden. So. Jetzt haben sie sofort die Bombe geschmissen. Ein, zwei Schuss noch, wenn sie die Bombe nicht direkt schmeißen. Und es wäre echt noch knapp geworden. Insofern bin ich da schon ganz dankbar, dass das Update kam. So läuft das eigentlich relativ gut. Also 3-Sterne-Angriffe sind doch relativ häufig. Im Gegensatz zu früher, wenn ich mit Loons angegriffen habe, was dann doch eher eine Katastrophe war. So, beschleunigen wir das Ganze. So, und jetzt geht's mal Richtung Rathaus 10. So, da hat Leader angegriffen und ja, ich will mal sagen, Ringbases sind ja nicht so ganz unsere Favoriten. Da haben wir auch ganz oft schon mal fürchterlich ins Klo gegriffen. Aber diese Ringbase ist relativ behämmert, weil der Sinn der Ringbase ist ja nun eigentlich, dass das Rathaus in der Mitte nicht geholt wird. Aber wenn so eng die Sachen ums Rathaus stehen und auch in dem Segment davor, kriegt man die Truppen auf jeden Fall rein. Und Lida hat das auch gar nicht schlecht gemacht. Hat nicht hundertprozentig geklappt, aber sie hat das so umgesetzt und auch einfach weiter nach Plan gemacht, wie sie wollte. Und das passte auch. Sie setzt jetzt erstmal die Golems, außen funnelt sie. Und macht jetzt auf beiden Seiten auf. So, die Golems laufen rein, die Magier in den Rücken, Giftzauber, die Magier machen den Drachen und die Loons platt.
Und jetzt setzt sie den Sprung über dieses Segment und dann noch einen Sprung bis in die Mitte rein. Die Valkyries laufen jetzt erst ein bisschen hin und her, aber weil er relativ gut gefunnelt ist, führt der Weg eigentlich nur noch in die Mitte. Der Heilzauber kam blöderweise zu früh, da hätte erst der Wut kommen müssen, damit die Infernos fallen und dann der Heil. Dann hätten die Valkyrien noch länger überlebt und wer weiß, was es dann geworden wäre. Aber nichtsdestotrotz, den King setzt sie jetzt erst, vielleicht verpennt, ich weiß es nicht, oder sie wollte ihn halt ja, zum hinterher aufräumen mithaben. Na, jetzt leider die Queen auf der einen Seite alleine, der King alleine und die restlichen Valkyries sind auch relativ alleine auf weiter Flur. Werden immerhin noch 75%. Wie gesagt, wenn der Heil und der Wut andersrum kommen, dann kann das sogar noch deutlich mehr werden. Aber an sich sehr schön die Walküren in die Mitte gekriegt, das Rathaus geholt und die Prozente waren überhaupt kein Thema bei dem Dorf. So, einmal beschleunigen das Ganze. Ja, der King, der hält noch eine ganze Weile durch. So, und jetzt nochmal ein Beispiel dafür, warum es ziemlich dämlich ist, Helden direkt ans Rathaus zu stellen oder relativ nah ans Rathaus, als Rathauszener. So, mal keine Ringbase, aber die hat man auch schon relativ häufig gesehen. Dennoch die Geschichte mit zwei Single-Infernos, naja. Okay, passt auf. So, jetzt haben wir hier die Helden hinter dem Rathaus. Na, bei dem Dorf ist ja gerne mal gesehen, dass die Truppen von unten nach oben reingehen und dann fürchterlich auf die Fresse kriegen. Hat Pete in diesem Fall nicht gemacht, was auch clever war. Allerdings, naja, ich weiß nicht, das Dorf ist relativ eng, die Truppen hauen ab, aber wir lassen es mal laufen. So, er macht jetzt mit dem Erdbeben da auf. Er hat Walküren dabei. Und wenn ich jetzt sehe, wie eng das Dorf ist, ich sage jetzt mal ganz blöd, ich mache mal kurz auf Pause. Wenn die Helden hier stehen, wo die Kanone ist, und hier, laufen die Truppen rum und kommen nicht ansatzweise ans Rathaus. Insbesondere dann auch nicht, wenn er Multi-Infernos hat, weil das Rathaus wird von den Magiern geholt und nicht von den Walküren. Schauen wir mal weiter. So, Magier breit gesetzt zum Funneln. Zwei Golems. Klamburg macht natürlich ein bisschen Ärger, frisst sein Golem jetzt schon auf. Das ist die Krux, wenn man kein Gift dabei hat. Aber einen hat er noch zum Funneln. So, jetzt setzt er erstmal die Walküren, so ein bisschen nacheinander. So, die laufen rein. Hauen jetzt die Defek. So, und jetzt geht's Richtung Queen. Zack. So, jetzt geht's auf die andere Seite. Jetzt hat er den King zwar gefrostet. So, aber durch den Frost jetzt auch und durch die ganzen Truppen, die Magier und Bogies von der Queen, ist das Rathaus doch in dem Wut relativ zügig gefallen. Ja, ihr seht aber, die Death in der Mitte, also der Single Inferno, bleibt blöderweise stehen. Unten sind noch zwei X-Bögen, die natürlich auch extrem nerven. Und er hat jetzt nur noch eine Walküre, den King und die Queen, die jetzt aber noch die komplette Seite abgrasen und ziemlich hohe Prozente holen, was ja nicht unerheblich ist bei Rathaus-Szene-Angriffen. Aber wir beschleunigen das Ganze trotzdem mal. Ihr seht also, die Helden locken die Walküren an, die Helden locken die Bowler an. Stellt eure Helden nicht ums Rathaus. Insbesondere nicht, wenn ihr sonst nichts drumherum habt und eine Ringbase habt, wo der Plan ist, dass die Truppen tatsächlich rumrennen. Lasst die Helden weg. Im Zweifelsfall opfert sie irgendwo an der Seite. Hauptsache, die ziehen die Truppen nicht Richtung Rathaus. So, und jetzt habe ich noch einen schönen Elva-Angriff für euch. Und da switchen wir mal eben hin. So, hier haben wir jetzt die klassische Bowler-Taktik wieder mit 6 Heilern. Er macht den Queen Walk vorweg und macht schon mal in der Mitte auf erstmal. Das Schöne ist jetzt, er hat schon die neue CB. Er kann jetzt zwei dunkle Zauber oder einen regulären Zauber mitnehmen. Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar, weil er hat jetzt auch noch. Er hat jetzt den Erdbeben mitgenommen und zusätzlich kann er jetzt auch noch den Gift für die Klammburg mitnehmen, was durchaus wichtig ist. Bei anderen Taktiken nimmt man vielleicht einen Wut mit oder noch einen Sprung oder wie auch immer. Muss man mal ausprobieren. So, seine Queen wird jetzt relativ low. Er setzt den Wut und jetzt kommen natürlich die Klammburg-Truppen. Blöderweise wieder Walküren drin, was für so eine Queen immer relativ tödlich ist.
Er zündet sie jetzt auch, ihr seht, wie knapp das war. Aber er hat schon ordentlich gefunnelt. Na, also die erste Reihe an Gebäuden sind weg. Und das ist auch das Ziel, dass er im Prinzip funnelt und dann die Bowler reinkriegt. Ihr seht, ein paar laufen nach links weg. Aber der Großteil geht mit dem Warden und dem King zusammen in die Mitte zum gegnerischen King. Nur nebenbei gesagt. Jetzt zündet er den Warden. Und alles in der Mitte fällt relativ zügig unter Wut. Kleines bisschen Pech hat er sogar noch gehabt. Wenn die Bowler sich umdrehen Richtung Adlerartillerie, dann kann da auch noch deutlich mehr bei rumkommen. Ihr seht, es sind immer noch Heiler da, die die Queen durchheilen. Und ihr seht, der Adler, der wird jetzt beschossen. Aber leider ist der Wut verwirkt und es sind nicht mehr genug Bowler über. Also ich sage, das war ein bisschen Pech. Das hätten tatsächlich auch 3 Sterne werden können, wenn der Adler fällt. Auf jeden Fall hatte die Truppen richtig gut reingekriegt und einen sauberen 2-Sterne-Angriff hingelegt. So, das war's. Gut, dann gehen wir mal zurück. Ja, das war der erste Krieg des Jahres 2017 und es wird mit Sicherheit nicht der letzte gewesen sein. Wir werden jetzt in Kürze wieder einen starten und ich hoffe, es wird weiter so gut für uns laufen, dass wir unseren Kriegslog mal wieder ein bisschen grüner kriegen. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus, was ich auch top finde, dass unsere Leute üben, wenn es auch nicht immer klappt oder auch selten klappt, aber sie machen einfach weiter und variieren das Ganze mal ein bisschen. Das finde ich auf jeden Fall super und so sollte es auch weitergehen. So, und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.